Hallo Freunde, dies ist mein erster Streams-Versuch. Da jetzt jeder irgendwelche Gameplays macht, habe ich mir gedacht, ach Mai, machst eigentlich auch mal ein Gameplay. Weil so viele Leute haben ja Elite Dangerous noch nicht und ich bin ein alter Elite-Fan, allerdings bin ich jetzt nicht so der Extrem-Tiefgänger und auch nicht der so Extrem-Profi. Aber ich wollte euch einfach mal zeigen, was da so ein bisschen abgeht. Ich lasse im Hintergrund ein bisschen Musik laufen. Ich habe keine Ahnung, ob ich das beibehalte. Ui. Für die nächsten Folgen, wenn ich über Folgen mache und ob ich das überhaupt mache und generell, weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Genau, ich habe hier jetzt mal schon meine Mene Cobra mir zugelegt. Die hat mich doch ein wenig Schweiß und Mühen gekostet. Aber im Endeffekt lohnt sich der weite Weg, egal wie man es macht. Dieses Ding ist recht fein. Ich habe auch schon ein paar kleine Waffelchen rein. Oben hängen zwei Lasertürmer, und zwar Beamlaser, so wie ich mich erinnere. Und vorne Beamlaser Turrets. Oh, klasse. Ja, zwei sogar, glaube ich. Oder eins, ist ja wurscht. Turrets bleiben ja dieselbe Stufe, wobei Gimbals oder wie auch immer die ausspricht, eine Stufe runtergeht. Gesetzt werden. Und vorne habe ich Gimbal, irgendwie Cannons, Autocannons oder weiß was, wie man die nennt, diese Gatling-Teile. Die sind Class 3, sind richtig geil. Mit den Turret-Steuerungen kenne ich mich noch nicht so ganz genau aus. Die schießen mir immer irgendwelche Freunde ab und ich habe dauernd irgendwie Bounties am Hals. Aber da schauen wir doch mal, ob wir das irgendwie auf die Reihe kriegen, ne? Gut, das alte Lied, ich habe meine Standardhandelsstrecke, ist jetzt nicht Asewan. Es ist jetzt eine Ausnahme, dass ich hier bin. Ich habe jetzt vorhin aus Versehen, ist mir das passiert, dass wieder mein Laser irgendwelche Jungs abgeschossen hat, die ich nicht abschießen sollte. Deswegen habe ich jetzt hier auch eine kleine Strafe am Hals. Hier habe ich mir jetzt meine Belohnung schon abgesucht. Ich habe das Kämpfen noch nicht lange gemacht. Okay, was ist jetzt? Es geht weiter. Das ist jetzt so quasi zum ersten Mal. Ich habe mich erstmal ein bisschen hochgerüstet und fange jetzt erst eigentlich an, so richtig das Kämpfen ein bisschen zu üben. Das ist auch Solo-Player. Ich bin jetzt noch nicht in der Multiplayer-Welt, wobei ich eigentlich schon gerne bald darüber wechseln will. Wo war mal kurz drüben, habe ich gesehen, dass die komplette Ausrüstung und Schiff mitgenommen wird. Das ist schon heftig. Vielleicht ändern die es ja noch. Und manchmal im Gegensatz allerdings kommt man hier im Solo-Modus die Raumschiffe so vor, als ob sie nicht nur unbedingt vom Computer geflogen werden. Also ich weiß nicht, also das ist ja auch generell ein genial spannendes Thema, diese Solo-Welt und die Multiplayer-Welt irgendwie zu verbinden. Das ist schon geil, was ja eigentlich auch schon passiert mit den Handelsgütern sozusagen. Da werden diese Handelsgüter, die man auch im Solo-Spiel handelt, werden in der Multiplayer-Welt und andersrum angerechnet und übernommen. Das ist toll, das ist genial. So, ich wollte ja schauen, wo ich meine Strafe habe. Und zwar in Asilus. Ja, und da wollte ich auch sowieso hin, weil ich Fisch geladen habe. Genau, jetzt erinnere ich mich wieder. Aber ich habe das Problem natürlich, dass ich nicht weiß, wie ich die zahlen kann. Ich kann die hier auf dieser Basis nicht zahlen, das habe ich mal ausprobiert. Ich könnte jetzt hier ein bisschen Mini-Handel machen. Ich könnte jetzt hier Fisch mit den Fischen, die ich geladen habe, verkaufen. Würde ein bisschen mehr bringen als in Asilos. Und hier könnte ich dann wieder. Müsste ich nachschauen, was ich hier laden könnte, was Asilos bräuchte. Das sind aber nur Pipifax-Beträge. Im Moment mache ich ja mein meistes Geld mit den Autofabricators immer noch. Das bringt bei der Cobra pro Flug ungefähr 25.000. Ist schon geil und hat nur eine Zwischenstation. Und eben diese Zwischenstation nennt sich hier Iranien, genau. Und das ist ein kommunistischer Planet und, tja, eine kommunistische Regierung und hat eigentlich gar nichts, bis außer Kaffee und Tee. Das ist auch nur in minimaler Stückzahl, also es rentiert sich eigentlich gar nicht, da zu landen. Ich bin jetzt bloß hier gelandet, weil ich eben vorher mal das Fighten ausprobiert habe, meine Wiederwaffen getestet habe. Und ja, genau, meine Bounty habe ich schon abgeholt, die ich kassiert habe, aber anscheinend habe ich entweder irgendwelche Leute aus Asilus oder wie der heißt, Asilus Prime, waren abgeschossen oder waren es irgendwelche gute Leute aus Asilus Prime. Auf jeden Fall habe ich ja diese 100, wie ihr gesehen habt, die 100 Bounty da kassiert. Und mir ist nämlich schon mal passiert, dass ich eine Bounty irgendwo hatte, auf mich ausgesetzt und nicht docken durfte. Besser gesagt, es wurde nicht gewarnt. Als ich in der Basis dann drin war, hat die Basis auf einmal das Feuer auf mich eröffnet und mich zerschossen. Das sollte nicht nochmal passieren, deswegen bin ich diesmal etwas vorsichtiger.
Ich werde jetzt einfach mal, ohne zu kämpfen, das werde ich nachher nochmal machen. Ja, das ist natürlich jetzt langweilig, oder? Soll ich kämpfen? Soll ich nochmal kämpfen? Dann müsste ich jetzt hinfliegen zu dem Nuff-Point nochmal, um da ein bisschen rumzufighten. Habe ich eigentlich jetzt gar nicht so den Nerv. Ich will jetzt einfach mal ein bisschen schnell mal Kohle schieben. Wenn auf dem Weg natürlich ein Angriff kommt, umso besser. Wenn nicht, werde ich nachher hier nochmal einen Zwischenstopp machen auf dem Rückweg mit der wertvollen Ladung. Und zwar am Nuff-Point hier und mal hoffen, dass da wieder ein paar Fights drin sind. Wobei ich diesmal versuche, meine Turrets ein wenig besser unter Kontrolle zu halten, damit die mir nicht wieder irgendwelche Freunde abschießen. Nicht abgeschossen, sondern nur angeschossen, Gott sei Dank. Uiuiui. Die Musik muss ich immer zwischendrin mal nebenbei kontrollieren, weil ich hier eine totale random Playlist habe. Das wird mir sicher YouTube entweder verbieten irgendwann oder hier jetzt freiwillig einstellen, weil es einfach scheiße ist. Keine Ahnung. Einfach mal ausprobieren, ne? Nun denn, geladen habe ich ja noch. Ich bin ein Schwack. Schauen wir nochmal. Cargo, Fisch ist noch drin. Sonst, Ziel muss ich einstellen. Asilos müssen wir. Genau. Und dann hoffen wir mal, dass wir hier nicht irgendwo dagegen knallen. Wie das mir ganz am Anfang schon irgendwie passiert ist. Es muss allerdings ein Bug gewesen sein, weil ich direkt nach dem Starten hatte und ich das Fahrwerk eingezogen hatte. In dem Moment ist er explodiert. Das war nicht lustig, weil ich keine Versicherungsgeld mehr hatte. Also probieren wir den Spaß hier nochmal. Wieder eine von diesen Drehbasen. Vorsichtig rauf, könnte ja sein, dass irgendwas über uns ist. Bis der Radar angeht, dauert es immer komischerweise, blöderweise ein bisschen was. Ja, jetzt haben wir nichts, aber vor uns haben wir was. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das ist allerdings draußen. Okay. Und zwar ganz woanders. Das ist okay. Da kann man uns einfach hier verdünnisieren. Und jetzt sehen wir, der Schrott fliegt da rum. Alles gut. Gear braucht man nicht. Und den Tod mit der Socke. Voila! Was war denn das für ein Captain? Kamikaze Captain. No Fire Sound. So, jetzt hoffe ich wirklich, dass die andere nicht, Aselus, mich nicht gleich vor der Basis abschießen, sonst werde ich mir irgendwas einfallen lassen müssen. Mal kurz antesten, jetzt bin ich halt voll in die Basis reingeflogen. Da war es zu spät zum Umdrehen, weil wir da auf einmal mittendrin ohne Warnung das Feuer eröffnet haben. Diesmal werde ich vielleicht ganz, ganz vorsichtig reinschauen, ohne doch den Computer. Und falls das Feuer öffnet, gleich sofort rückwärts wieder raus. Aber schauen wir mal, was passiert. Das ist so eine Game-Erfahrung. Wie kriege ich diese dumme Bounty auf mich wieder los? Normalerweise kann man die irgendwo, wenn ich Glück habe, irgendwie wieder zahlen, aber hier konnte ich es natürlich nicht zahlen. Und Aselus, wie gesagt, ist ein Independent-System. Da kann ich jetzt auch nicht irgendwie zu einem Federation-Planet fliegen und sagen, hey, Alter, ich möchte es zahlen. Für und Stelle und überhaupt. Sondern ich muss wahrscheinlich das Ding hier doch zahlen. Ich mache jetzt hier keine Nuff Station Attacking. Oder könnte ich eigentlich auch machen. Mach ich das, letzte Chance vorbei, 1, 2, 3. Beagle, schau es mir nochmal an, was haben wir hier? Asylus Jurisdiction, genau, die haben ihre eigene Jurisdiction. Ah, scheiß drauf, da fliege ich jetzt hin. Stelle mich der Jurisdiction. Sollen sie mich mit 100 Credits bestrafen, mit 200? Oh, da muss ich weinen, aber nicht gleich das Schiff zerschießen, das kostet 500.000 oder so. Das wäre ein wenig übertrieben. Ja, das werden sie mir wegklipsen. YouTube, das weiter schippern. Was ist das? Keine Ahnung, was geht. Ja, nach Asylus muss man immer sehr weit fliegen. Da ist die Sonne anscheinend recht groß. Und Beagle saust riesenhaft herum. Das ist nicht Beagle, ich weiß nicht, wie der Planet heißt. Beagle ist ja die Raumstation.
Ach, da wohnt garantiert auch unser guter David auf Beagle, wenn man seinen Raumstation schon Beagle nennen muss. Aber wie wir alle wissen, das ist ja eine Kapitalistenstation, die gleich neben, oh, zu schnell, gleich nebenan die Kommunisten hat. Deswegen steht da anscheinend hier auch langsam irgendwie so ein Konflikt. Was ich ganz interessant finde, um so mal zu schauen, was an sich so im Endeffekt daraus entwickelt. Wow, krass, ist das ein altes Lied, doch du Schande. Das waren die guten alten 80er. 90er. Heiliger Schlumpf, ist das lange her. Eine Illusion, ob die Raumbasis jetzt hinter dem Ring oder vor dem Ring ist, ist hinter dem Ring. Oder? Wenn wir unter dem Ring durchfliegen. Schauen wir mal. Jetzt bringst du der blöde Planet wieder. Oh, ich Slowdown. Wir fliegen Slowdown. Das sind schon die Ringe, die mich da bremsen. Slowdown, der bremst mich irgendwas. Gravitationsattacke. Schleudert er wieder. Ja, aufpassen, jetzt wird er wieder langsam zu schnell. Ach, Quatsch. 13.000, 12.000. Das ist doch gar nichts. Hallo. Slow. Es könnte doch ein wenig zu schnell sein. Naja, es wird auch kein sauberer Spiralabflug. Nein, es wird wieder eine Ellipse. Die mag ich nicht. Dauert länger. Naja. Kein sauberer Anflug, aber auch nicht so schlecht. So, Asilus Beagle, sag jetzt mir, was du, ich hoffe, lass mich landen, sag mir, was du von mir willst. Ich kann nämlich hier nicht zahlen, oder doch? Kann ich vielleicht, ich glaube, ich kann sogar hier zahlen. Recharging, was recharge da? Ich gebe jetzt da gar keinen Speed drauf, weil ich jetzt erstmal checken will, ob ich hier zahlen kann. Fein. Zahlen, bitte zahlen. Dann kann man nichts machen. Contact Spiel, mal labern, kann man auch nicht anlabern, geht auch nicht. Es ist schlecht. Aber es hilft halt nichts. Ich muss jetzt einmal schauen, ob die mich überhaupt landen lassen. Schauen wir mal. Fliegen wir halt mal ran. Eine Illusion, dass ich hier landen kann. Wie, die schießt mich wieder ab. Hey, ich werde. Asilus wird dann immer mein Feind sein, für immer. So, scannt mich doch einfach mal vorher. Ja, ich erinnere mich, letztes Mal, da haben sie mich dann gesagt, wie ich in der Basis war. Ja, identifiziert, jetzt haben wir sie identifiziert, sie haben hier keine irgendwie Erlaubnis oder irgendwas. Und dann sind sie völlig crazy geworden und haben da voll auf mich rumgeballert. Das geht halt gar nicht. Wer macht denn sowas? Jetzt bleibe ich einfach mal eine Zeit lang hier kurz mal stehen und schauen, ob da irgendein Stinkgebot ist. Contact eine Viper, das ist doch sicher ein System Authority Vessel. Ja, dann sag mal was. Sag mal, dass ich hier nicht landen darf oder irgendwas. Was ist das denn? Ja, warum nicht? Das war bloß ein bisschen leiser. Also die Viper, die hat jetzt nichts von mir ausgesetzt zu den letzten gehabt. Lass mich halt landen, okay? Und jetzt brav. Wo war es? Impact. So dick ist die MK3 auch oder nicht? Nee, Trespass, ach so, ja, ich schon recht. Halt. Docking-Frage brauchen wir natürlich auch noch. Quietsch anhalten. So, dann sollten sie eigentlich fairerweise mir eine Freigabe geben oder nicht, ne? Beagle 2, Docking, please. Request Docking, was? Interaction pending, was?
doch schon weg. Alte 17 Sekunden. Jetzt aber ausgeschaltet sein, oder? Oh, Freunde, was war das? Wieder Docking. No final Docking Request denied. Starport Infraction pending. Was? Was? Halt! Starport Infraction cleared. Docking privilege restored. What? Starport Infraction. Was war das denn? Heiliges Schwulnis. Hallo, wer bist denn du? Mein Freund. Da oben. Mein System-Authority-Wessel. Ja, ich bin doch ganz brav. Lass mich ganz brav sein. Meine kapitalistischen Freunde. So. Meine Güte, wie kann man denn so empfindlich sein? Uiuiuiui. Ich bin diesmal ganz langsam. Weil ich natürlich immer noch die stockige Pest brauche und die hole ich mir jetzt. Docking granted. So, jetzt habt ihr keinen Grund mehr. Jetzt bin ich schon identifiziert. Ihr habt sie schon mal auf dem Radar gehabt, mich irgendwie blöd da wieder anzumachen. Grr. Was kommt mir denn da alles entgegen? Hallo? Nein. Nicht, ich stehe doch schon. Ah, was war das denn? Hilfe, ich fliege immer noch. Stehen, anhalten. Was ist das? Autodoc, Mann, was war das denn? Warum hat denn der sich eingeschaltet? Ach du Scheiße. Ja klar, muss man ja fragen. Falle, hallo, Vorsicht, Falle. Airlock Loitering. Jetzt geht der Scheiß los. Infraction Detection. Was? Nein! Jetzt komme ich hier wieder nicht mehr raus, weil dieser scheiß Docking-Computer an ist. Lass mich raus! Ganz schnell! 13 Sekunden! Ich habe doch gar nichts getan! Proceed to landing pad! Wieso? Was? Airlock, Scheißdreck und was? In 8 Minuten soll ich beim Landing Pad sein. So. Jetzt kommt derselbe Kack wieder, oder? Wehe! Boah, was? Genau dieser Kack passiert. Ich weiß nicht, wie ich was Starport cleared. Privileges restored, blablabla, Docking granted, alles gut. Nein! Was macht er denn jetzt? Nein! Nein! Spinnt der! Lass das! Nein! Schnell alles umleiten! Ich kann nichts ausschalten! Ich komme hier nicht weg! Fuck! Weg! Ich will hier einfach nur weg! Einfach nur weg! Was macht er denn jetzt? Hey, du Fucker! Nein! Ich habe Gott sei Dank genug Geld, mir wieder neue zu kaufen, aber das Post ist kacke. Alter, ich komme ja gar nicht mehr raus. X, aus. Hyperspace. Weg hier! Und zwar mit der größtmöglichen Geschwindigkeit. Fuck! Heiligsblechle! Spinnst du? So, jetzt ist die Frage, soll ich das nochmal probieren nach zwei? Nein! Nach zwei Fast-Crashs? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich sollte es nicht probieren. Kann man diesen dummen Docking-Computer eigentlich irgendwie auch wieder ausschalten? Gibt's ja gar nicht. Oh, Heiligsblechle. Ich kann nicht ans Landing Pad. Habt ihr doch selber gesehen, wenn ich jetzt hier runterfahre, die Geschwindigkeit. Nein, fängt er wieder an. Ich bin doch total weit weg. 11 Kilometer. Sonst meint er immer 7,5 Kilometer. Brauche ich an Reichweite. Ah, da fliege ich jetzt mal richtig weit weg.
leckt's mich doch am Arsch mit dem Schwan. Ich hier wieder umjustieren, weil dieser Docking-Computer sich eingeschaltet hat. Dann sollen sie mir nur eine Strafe geben wegen Nichtlandens. Macht's das von mir aus. Ach, Gottes Willen. Ihr habt's ja nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ich wusste es. Ich wusste es, dass das kommen wird. Na, ich wusste es nicht. Aber ich wollte es ausprobieren. Ach komm, hey. Ich kriege jetzt die Strafe wieder los. Also bei den Kommunisten kann ich die Strafe nicht zahlen. Bei einem von diesen Raumschiffen, von denen kann ich sie auch nicht zahlen. Interessant. Aber was tue ich jetzt? So, jetzt bin ich 28 Kilometer weit weg. Schauen wir mal, ob der Dr. Computer immer noch rumspinnt. Das gibt's doch gar nicht. Das schaue ich mir jetzt mal an. Was macht denn jetzt? Der will echt nochmal hier docken. Ich krieg den überhaupt gar nicht mehr aus. Wenn ich jetzt hier irgendwo wegspringe, dann springe ich weg. Gott sei Dank, wenn man hier Vollgas gibt, dann deaktiviert er sich. Man kann wieder manuell steuern. Das habe ich auch erstmal eine Zeit lang gebraucht, um das halbwegs wieder rauszufinden. Also echt. So, dann fliegen wir ganz woanders hin. Leckt's mich doch am Arsch. Und fliegen wieder zurück nach Iran. Ich würde ja gern direkt nach... Kann ich nicht. Nach Butis springen. Geht nicht. Muss ich überhaupt nicht heizes Fuel. Wahnsinn. Also das war... Naja, vielleicht ein Versuch wert. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme, jetzt wieder zurückkomme und was ich... Warum die mir es erst erlauben und dann mich dann drinnen angreifen wieder. Warum das? Das muss ich mir im Video nochmal anschauen. Ich habe das nicht gerafft jetzt, echt. Ja, so krass. Dass man seine Rekorde macht. So. Ich werde jetzt auch hier nicht kämpfen mehr. Ich werde jetzt weiterfliegen nach. Das ist auch schwachsinnig. Ich muss hier rein. Weil ich ja wieder nur Fisch habe, dass ich wenigstens meine Rundkosten wieder drin habe. Alter Mann. Unglaublich in diesen Scheiß. Wahnsinn. Das war jetzt interessant. Aber das stellt mir wirklich erst vor das Problem, wie werde ich jemals wieder in Asilos landen können? Ja, Moment mal, da war ja ein Timer dran. An dieser Strafe. Das sind 2,5 Stunden. Dann machen sie Jagd auf mich dann und wieder wird dann die Bounty erhöht oder. Startet dann das intergalaktische Tötungskommando. Ich habe überhaupt nicht aufgepasst, sorry. Ich glaube mal, dass das knapp war. Also die Bahn ist ja gar nicht so weit weg. Das ist gar nicht so schön. Ja, Seelos, hätte ich gedacht. Ach, wie ärgerlich. Alles nur wegen so ein paar wild gewordenen Laser-Turrets. Naja, vielleicht kann ich in Azeban die Dings zahlen. Das sind ja immerhin zivilisierte Menschen dort in irgendeiner Föderation oder so, wo die sind. Ich weiß schon gar nicht mehr. Iranen, die auch eine eigene. Ach, das sind ja wieder die Kommunisten. Ja klar, ich kann ja erst bei den Kommunisten. Nach Butis, meine ich ja. Vielleicht kann ich von Butis aus. Strafland zahlen dürfen. Oh, Wahnsinn. Jetzt schauen wir mal, ob der Docking-Computer hier auch Scheiß macht. Das erste Mal, oder ja, doch das allererste, das richtig erste Mal, dass er richtig Scheiß gemacht hat, Docking-Computer. Die anderen Male, mein Gott, dann ruckelt er also rum in der Basis, da braucht ewig langsam Docken und hat das so Scheiße, aber so richtig kacke macht, das war jetzt gerade das erste Mal.
Eieiei, alter Mann, geil. Okay, was unten ist er? Mein Gott. Ja, das steht ja auch nicht. Da können wir nur ein bisschen Saft rausholen. Dann werde ich mal zum Speichern gehen, danach auch gleich, nachdem ich da gelandet bin und mal ausprobiert habe, ob ich da die Fee zahlen kann, die Fremde. Und dann schauen wir mal, ob die Aufnahme überhaupt was geworden ist. Wie gesagt, es war eher das allererste Mal, aber das war jetzt schon mal recht interessant. Eigentlich traue ich dem Docker-Computer schon, wo es wieder jetzt ist. Meint er wieder, ich bin wieder zu nah dran. Ich bin dann einfach viel entspannter, weil dann kann ich mir nebenbei eine Zigarette drehen oder irgendwas. Ich finde das cool. Die Musik nervt zwar mal auf die Dauer, aber das ist halt klassisch. Muss man wissen, das ist immer schon diese Musik gewesen. Den Donau, nicht der Donauwalzer. Bekannt auch durch 2001 Odyssee und so. Ja, da muss man durch. Hat doch immer wieder was, aber na gut. Wenn man gerade andere Musik anhört, dann ist es ein bisschen störend oft natürlich, weil man nicht wegschalten kann.